Ah, da ist er doch. Du bist hier. Sebastian. Ja, natürlich. Ich hab sie doch versprochen. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Oh. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. So. Ich hörte, wie ein Koboldzauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, oh Mann. Wir gehen zu meinem Onkel. Oh nein. Hier da erwarte ich jetzt Schlimmes. War der Onkel nicht der Schlimme oder war die Tante die Schlimme? Er hat doch irgendwas erzählt, dass die... Ich glaube, die Tante war es, ne? Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Aber eigentlich ganz hübsch. Hier? Naja, okay. Bisschen trist vielleicht. Aber auf jeden Fall wild. Sehr gut. Und Schloss Rank. Was war das? Schloss Rookwood, ne? Die haben so, hat sogar ein eigenes Schloss, Alter. Na okay, das war ja auch einer der Hüter, ne? Der ehemalige Rookwood. Nicht der heutige. Der heutige ist ein böser Typ. Und was ich mich eben gerade auch gefragt habe. Meine Schwester sollte drin sein. Okay, und was ich mich auch gerade gefragt habe, Kobolde dürfen keinen Stab tragen? Warum das denn nicht? Also, was? Hä? Das sind doch intelligente, vernunftbegabte Wesen, die wahnsinnig intelligent sind. So intelligenter als ein Mensch. Oder nicht? Also, was soll das? Hä? Okay, na gut, wie auch immer. Dann gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt auf die Schwester. Und auch auf ihn. Und ich hoffe, wir können helfen. Da ist sie. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Was soll das denn, Alter? Okay. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Hey, das hast du gemacht. Tut mir leid. Du Kotzbrocken. warum hat sie Schmerzen? Hö, das war's? Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Ja, klar doch. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Ja, vielleicht treffen wir sie mal ohne den Onkel, Alter. Was ist denn der Onkel für ein Storch? Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Ja, und du raubst dem Jungen den letzten Nerv. Tja. Das ist wohl 1 gegen 1, du Storchkorb. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen. Aber man kann nichts für sie tun. Ja, das ist dann natürlich die beste Möglichkeit, ne? Einfach die Hoffnung komplett aufgeben, weil das ist ja auch gut für die Schwester, ne? Also für seine Nichte ist das ja das Allerbeste. Wenn man einfach sämtliche Hoffnung über Bord wirft und vor allem in einer magischen Welt, wo alles möglich ist, einfach nichts macht. Beste Idee überhaupt. Also was ist er denn für ein... Also ganz ehrlich, was ist er denn für ein Storchkorb, Mann? Es muss etwas geben. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. So sieht's ja aus. Sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam.
Wir können N jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Ist das so? Vor allem bei schwarzer Magie? Vor allem, was ist es denn überhaupt für ein Zauber? Das wurde auch nicht gesagt. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte N etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für N ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Ja. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich glaube, da sollte sich mal jemand gehörig an die eigene Nase fassen, oder? Tanz, Tanz! So, ich will jetzt nochmal mit der Schwester reden. Oh Mann, wir müssen da doch was tun können. Mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Also, du brauchst dich hierfür gar nichts entschuldigen, Madame. Ein Brief von Anne Sallow an Sebastian. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. Oh. Hier ist... Ah, da ist noch ein Brief. Ein Brief von Sebastian an seine Schwester. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Oh, oh Mann. Finde ich so schade. Weil die sich ja scheinbar sehr gut verstehen, die beiden. Hm. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Oh Mann. Das ist voll gemein. Ja, aber ich glaube, sie hat sich auch ganz schöne Flausen in den Kopf setzen lassen von ihrem Onkel. Und ich verstehe, warum der Onkel nicht gegen die Kobolde vorgeht, weil er sich jetzt in der Verantwortung sieht für sie. Und deswegen versucht er sie auch um jeden Preis zu schützen und glaubt es auch besser zu wissen als Sebastian. Aber trotzdem immer dieses so, nein, es gibt nichts, nein, wir brauchen es gar nicht erst versuchen, ist immer so absurd, ne? Und ich meine, wir kennen Hogwarts und Harry Potter und so weiter, es gibt immer einen Weg. Besser hat sich entschieden. Ich kann es versuchen. Ich sage mal zu ihr, ich kann es versuchen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Oh Mann. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute, Anne. Oh Mann. Ah, das ist eine Chest. Loot geht immer vor, okay? Also, hin da. Hui! So. Das ist die Rache an dem Onkel. So wie zum Thema kein Rache-Mensch. Okay. Na gut, gehen wir mal zu Sebastian und dann... Das ist jetzt doof gelaufen, aber wollt ihr euch nicht irgendwie trotzdem sehen, treffen? Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Weil der Onkel ist ja scheißegal. Ihr beide scheint euch ja sehr nahe zu sein und sehr gut zu verstehen. Und auch gut zu tun. Weil sie hat sich ja riesig gefreut.
Und er redet andauernd von ihr und sagt, wie traurig er ist und dass Hogwarts ohne sie nicht das gleiche ist. Oh Mann, die tun mir beide voll leid. Ich hoffe, wir können was machen. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Musst du nicht. Er ist zu weit gegangen. Er versucht, das Richtige zu tun. Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, ich würde jetzt am besten sagen, er hat sich nicht für seinen Onkel zu entschuldigen. Weil da kann er ja nichts für, dass sein Onkel so ist. Er ist so weit gegangen, er versucht, das Richtige zu tun. Versucht er, ja. Stimmt schon. Und er hat seinen Job aufgegeben und so, ne? Ja, komm, ich sag das, weil das stimmt ja schon. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich auch. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm. Ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Okay. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Das war ja Kobold-Magie. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Ja, das war ja Kobold-Magie. Kann nicht unser Kobold-Freund helfen? Vielleicht kennt der sich ja mit Flüchen aus und dann... aber darum geht's ja nicht. Es kommt auf die Magie an, ne? Und nicht auf den Wirker. Oh. Die üben wohl Kämpfe, wa? Oha. Hier ist ja was los. So, dann gehen wir vor. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Revelio. Nix. Achso, ich dachte, die können wir kaputt machen. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuhören. Konzingo. Vioso. Akio. Hä? Kobold. Oh, oh, Alter, wie brutal! Ich geh mal in Kampf, bitte. Huch, aua! Kommst du nicht davon? Sieh uns Ringo. Ringo. Autsch! Was genau soll das denn? Ich will dir deinen Tod rächen! So! Das war dein letzter Fehler! Ach, ist das so? Was mit der Mucke? Mit der Animation? Bäm, Alter! Du wirst bereuen. Autsch. Hey, ich hab doch Steuerung gedrückt. Und tschüss. Livioso. Autsch. Den habe ich nicht gesehen. Livioso. So. Ich werde dich rufen. Komm,
Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ja. Alter, wie viel Loot. Okay. Aber wir haben immerhin das eine geschafft, nämlich, dass wir es in der vorgegebenen Zeit geschafft haben. Das freut mich. Ist hier noch irgendwo was? Da. Loot. Und Loot. So, Sebastian. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Oh Mann. Sie würden grundlos töten. Sie wollten etwas verbergen. Ja. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Ja. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Mhm. Revelio. Aha, da oben ist wieder so ein Dingens. Hä? Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Mhm. Ist das hier Schloss Rookwood? Nee. Das da hinten ist doch Schloss Rookwood, oder nicht? Aha, eine Chest. Perfekt. So, hä? Was ist denn das da? Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Mhm. Revelio. Eine Münze, ja geil. Aber hier ist sonst nichts. Hier vielleicht? Nö. Drei Münzen, geil. Wir steigern uns allmählich. Ah, da sind Ballons. Aber dafür sind wir nicht hier. Ich möchte ganz gerne diese Schwester retten. Weil die erregt schon ganz schönes Mitleid, finde ich. Revelio. Na komm schon, wir müssen hier doch irgendwas finden. Nix. Hä? Müssen wir nochmal mit ihm reden, oder was? Ey, bin ich bescheuert? Durchsuche das Anwesen nach Hinweisen. Ah, da unten! Ah! Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Vielleicht wurden die geschmiert. Ein genauer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Ja. Hin da. Also ich war gerade schon da, aber dann gehen wir nochmal gemeinsam hin. Das ist die Butz, ja? Du komm. Hurry up. Hä? Wieso wird das Anwesen nach Hinweisen? Habe ich doch gerade. Ach so, jetzt können wir das durchsuchen. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Reparo. Nee, das wäre zu einfach, ne? Ich glaube, auch Verbranntes kann man nicht reparieren. Revelio. Hm.
Oh, hier,